Willkommen bei Minecraft. So, ich fliege gerade. Ich habe jetzt den halben Vormittag so nach dem Motto verbracht, neben meiner kleinen Arbeit, also neben meiner Arbeit eigentlich, den Laptop vorzubereiten mit OBS, weil es immer Probleme gab und Minecraft. Jetzt habe ich herausgefunden, auch da war eine 32-Bit-Version drauf vom Java. Deswegen hat das auch mit OBS teilweise nicht so funktioniert, mit Technik Launcher und so weiter. Und ja, deswegen musste ich jetzt erstmal den vorbereiten. Technik Launcher funktioniert, die Welt geht ja auch, falls mal mit dem Rechner hier was ist. Und ja, da muss ich mal gucken, dass ich, wenn ich meinen Rechner zum Beispiel wechseln muss. Dafür ist es wichtig. Gut, was ich jetzt hier vorbereite ist, ich bereite einfach irgendein Gebäude vor. Und hier ist der Eingang. Hier kommt die Mitteltür. So, damit eine, quasi eine Tür in die Mitte kommt. So, und jetzt quasi. So breit wird das Haus dann quasi gemacht und ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. So. Okay. Dann kann ich hier schon mal hochbauen. Meine Box macht komische Geräusche. Ist sie denn an dem Ladestecker dran? Na, die lädt doch. Nee, die Box, die ich hier dran habe, die ist schon 5, 6 Jahre alt. Und die macht auch nicht mehr lange, aber solange sie noch funktioniert, wird sie eben genutzt. Und ja, das fliegt alles bei mir weg, wenn alles kaputt, wenn es kaputt ist. So sieht's aus. Gut. Ich mache hier erstmal Grundgerüst eines Gebäudes. Ich weiß noch nicht, welches Gebäude es wird. Da muss ich mich überraschen lassen. Und genau, hier kommt dann quasi die Wand hin. Dann einmal hier. Genau. Oh. So. Genau. Und dann einmal wieder hier. Kommt da auch wieder eine Wand hin und dann kommt jetzt mal diese Außenfront. Das ist das erste Gebäude in dieser Straße, was hier errichtet wird. Und ich mache quasi hier diese Steinaußenfassade im ersten Stil. Weil hier kommen dann die Fenster rein und hier wird dann zugemacht. Genau. Hier mache ich Eichenholz. Planken. Gut, dieses Geräusch ist ein bisschen anstrengend gerade. Das ist mal so ein Klicken, wenn irgendwas mit der Batterie ist. So. Hier kommt ein kleines Fenster rein. So, und jetzt hier geht's weiter. Komm, jetzt komme ich ein bisschen voran. Ich weiß ja nicht, was das beim Haus wird. Wahrscheinlich mache ich daraus eine Arztpraxis, weil ich glaube, EKG, Krankenbett und so weiter war ja alles vorhanden und so ein Krankenstuhl. Einen Empfang kann ich einen Schreibtisch nehmen und einen Computer draufsetzen, dann ist alles gut. Dann ist alles schick. Hier ist die Mitte. So, und dann gibt es hier so eine Art Durchgang. Das mache ich, das wird quasi so hier werden. Und jetzt kommt der Boden. Wie man sieht, ich habe hier alles ja ebenerdig gemacht. Daher sind hier auch einige Löcher hier unten drin da. Was das Problem ist, es wird dunkel und dann entstehen Monster. Deswegen mache ich da mal eine Fackel rein. So, gut. Es nimmt langsam Stil an. Das Größenverhältnis dieses Ort,
ja diesen Ortes oder dieses Ortes wird mittelmäßig werden. Wenn das Labyrinth dazu kommt, dann wird es etwas größer, weil das Labyrinth wird etwas Platz in Anspruch nehmen. Dazu nehme ich eine Wasserfläche. Weil sonst dauert das ewig ums Ebenen. Und ja, das mache ich mal wieder Licht hier an. Apropos Licht, 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 Licht. Lampen. Nee, mache ich nicht. Lamp. Ich mache hier mal weißes Licht rein. Gut. Das heißt, ich muss allerdings, da ich ja weißes Licht nicht aneinander bauen kann, das jetzt mal so machen. Und die obere Ebene wieder abbauen, weil man kann auf diesen Lampen nicht bauen. Das ist schade. Das erschwert ein bisschen die Baumaßnahmen, aber es sind ja zum Glück nur die Deckenbeleuchtung. Und tut dementsprechend auch nicht so weh. Von der Zeit her. So, wie man sieht, es ist dunkel hier, aber gleich wird's hell. Ich hoffe, ich vergesse ja auch nicht. Ich liege auch ganz gut in der Zeit, muss ich zugeben. Gut, ich durfte nur nicht einige ausmachen hier dann. Man dürfte auch hier drinnen nicht spawnen, denn in den anderen Häusern ist er auch nicht gespawnt. Wo ist noch hier Baustelle? Da. Und hier. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da bin ich immer zufrieden. Allerdings muss das dann hier oben weg. Obwohl Stufen. Kann man gleich nutzen. So. Ja, wie gesagt, bei Stufen muss man vorsichtig sein. Okay. Das geht dann, das trifft sich dann quasi wieder mit dem Baum. Und jetzt geht es ja wieder rüber. Ja, vielleicht kriege ich das Dach ja noch in dieser Folge fertig. Das wäre natürlich schön. Ich habe immer das Gefühl, da bricht hier jemand rein, wenn die Katze hier gegen die Tür läuft. Da macht auch immer einen enormen Lärm, der Kater. So. Gut. So ist immer optimal. Hier genauso. So. Meine Güte, das geht aber ganz schön auf die Finger hier, diese Feinarbeit. Und hier habe ich jetzt überall die Abstände eingehalten. So, jetzt sind die Abstände eingehalten. Jetzt geht es auf dem Dach natürlich weiter. Und da sollte ich mich nicht unbedingt verbauen. Okay, hier geht es einigermaßen. Genau, das wird dann wieder so eine Art Stufendach.
Ich würde sagen, hilft bei dem Wasserablass, aber es ist Minecraft. Da ist es eigentlich relativ schnuppe. Ich finde nur, es sieht besser aus. Gut, die nächste Stufe. Dann haben wir hier jetzt noch diese Kante hier. Eine und dann ist hier noch eine. Ein bisschen schwierig zu sehen. Aber wie man sieht, es hat soweit funktioniert. Geht hier oben die Fackel drauf? Ja. Dann mache ich hier hinten eine Fackel und da eine Fackel. Dann müsste hier wieder eine Fackel gehen. Da eine. Da. 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 Und sicherheitshalber hier eine Fackel. Dann ist das Dach auch ganz gut ausgeleuchtet. Glas. Wenn schon, denn schon, mache ich dann auch hier schon mal die Fenster rein. Dann ist das erste Gebäude soweit fertig. Ja, was reinkommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin so für eine Krankenstation, da muss ich das Inventar aber nochmal durchschauen. Und eine Tür fehlt auch noch. So. Eine Tür. Gibt es einen wunderschönen Block, den man dafür nutzen kann? Ja, ich nehme das hier mal. Gut. Einmal. Okay, das ist schon mal. Und klassisches Glas. Gut. Dann haben wir hier schon mal ein Gebäude. Krankenbett, ja, Krankenstation. Das wird eine Krankenstation, eine klassische. So, hier ist Kies. Ich brauche aber einmal Stein. Deswegen wird das hier noch weggemacht. Und du wirst zugemacht. Und dann kommt hier noch ein Zaun hin. Ein klassischer. Und dann fehlt nur noch der Inhalt und dann ist alles schick. So, das erste Haus ist fertig. Finde ich gut. Dann kann es ja jetzt zum nächsten Rohling gehen. Muss etwas größer werden, wahrscheinlich auf der Seite, weil es wahrscheinlich eine Schule wird. Mit einer Bibliothek drinne. Muss man mal gucken. Ja. Juti, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.